Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Elder Scrolls oder auch Skyrim. mir ist mal wieder ein Missgeschick passiert. Ich habe eine Aufnahme gestartet, beziehungsweise dachte ich hätte eine gestartet und habe weitergemacht. Naja, aber ich habe die Aufnahme nicht gestartet. Ich erkläre euch mal gerade eben, was passiert ist, falls ihr es nicht ohnehin schon kennt. Wir sind ja dabei stehen geblieben, wo Savus Aran tot vor der Akademie lag. Und daraufhin sind in Winterfeste solche Art Eisgeister nur in ziemlich stark erschienen. 10 Stück. Und die mussten wir töten, zusammen mit anderen Mitgliedern der Akademie. Das haben wir gemacht. Und jetzt hat uns Mirabelle, glaube ich, auf die Mission geschickt, den Stab des Magnus aus Labyrinthion zu holen. Also mehr ist nicht passiert. Aber was ich gesehen habe, ist... Wir haben Schießkunst 80. Wir können. Und das machen wir. Wir machen mehr Schaden, Leute. Jetzt fehlt nur noch... Hier, Todesschuss 3. Wir brauchen 90. Und dann Meisterschuss. Das kriegen wir aber auch irgendwann hin. So. Da ist auf jeden Fall ein Gegner. Was ist denn da für ein Gegner? Labyrinthion entdeckt. Wir werden uns erstmal umgucken, weil das scheint mir ein sehr, sehr gut. Ein Eistroll. Na komm her. Das war mal ein Eistroll. Der ist nicht mehr da. Aber wie gesagt, wir werden uns hier ein bisschen umgucken, weil hier gibt es was Schönes zu entdecken. Wer das Spiel von euch kennt, wird es wissen. Ah! Der wird es kennen und wissen, was passiert. Nämlich kann man hier etwas Schönes finden. Wir hatten ja vor einigen Folgen mal einen Drachenpriester, den Drachenpriester Krosis, glaube ich, getötet. Und daraufhin konnten wir seine Maske mitnehmen. Und hier, genau hier, das weiß ich aus dem Kopf, brauche ich nicht vorher hier gewesen zu sein, gehören die Masken eigentlich hin. Das sind die Drachenpriester. Und hier... erstmal ein Sendeschreiben des bezahlten Raufbolls. Ja, das nehmen wir einfach mal mit. Und die Holzmaske. Weil, wenn wir die Holzmaske aufziehen, und das werde ich mal gerade machen, Objekte, Kleidung, Holzmaske, dann verändert sich hier alles. Wir sind hier im Originalzustand dieses Geräts. Wir können hier auch nicht raus. Und hier ist alles leer. Wir könnten es im Prinzip als unsere kleine... so ein geheimes Haus behandeln. Hier. Krosis, warte. Wo ist er? Da, Krosis. Den haben wir schon. Ja. Und einen von denen werden wir jetzt vielleicht bald auch noch finden. Mal gucken. Und natürlich wollen wir am Ende alle haben. Das ist ja ganz klar. Aber, ich wollte es nur mal so gesagt haben, da müssen wir dann dahin. Okay. Aber wir haben jetzt schon mal die Holzmaske, das ist gut. Dann können wir mit den anderen Masken dorthin gehen. Was anderes, weiß ich gar nicht, ob es hier zu entdecken gibt. Es ist zwar sehr groß hier alles, hier wird doch bestimmt der ein oder andere Eistroll noch sein. Aber, das ist jetzt so sehenswert, das ist auch hier so eine Truhe. Na gut, das ist natürlich ganz nett, wenn hier was Gescheites drin ist. Gold und Dietrich, warum nicht? Hier ist noch eine Tür. Schalidors Labyrinth. Was immer das ist. Ich gehe nur mal kurz rein. Hier schneit. Hier ist alles zu. Wie kann es hier drinnen schneien? Leute. Okay. Gut, hier ist alles offen, das ist klar. Aber hier müssen wir nicht hin, Freunde. Müssen wir vielleicht mal anders noch hin. Mir kommt es gerade
Fall nicht sehr bekannt vor. Deswegen werden wir uns jetzt in das richtige Labyrinthion begeben. Was hier vorne irgendwo da oben wahrscheinlich ist. Ich habe einen Drachen gehört. Ja, hier fliegt irgendwo ein Drache rum. Hier im Weg hierhin. Vorhin schon gehört. Irgendwo fliegt der jetzt hier rum. Ich weiß nicht wo. Im Endeffekt kann es mir eigentlich auch egal sein. Ist das ein... eine Urne. Die nehmen wir mit. Oder beziehungsweise den Inhalt daraus nehmen wir mit, weil hier wahrscheinlich Gold drin ist. Genau. Kann man echt schön gucken. Der Labyrinthion ist halt wirklich groß. Wirklich, wirklich groß. Oh, ein anderer Gegner scheint da auch nicht zu sein. Drache ist hier, weil hier in der Nähe scheinbar ein Drachengrab ist. Aber... nicht lang schnacken, da ist ein Geist von Sarosaren. Moin. Los, wir sind endlich da. Vergeuden wir keine weitere Zeit. Hafna. Sind wir uns wirklich sicher, dass das eine gute Idee ist? Ja, hier, komm. Ich brauch das Ding dafür, was vorhin mir Mirabel gegeben hat, glaube ich. Oh. Hier liegen... hey, hier liegen ein paar Skelette. Und unsere Aufgabe ist, finde den Stab des Magnus. Das werden wir wohl hinkriegen irgendwie. Zauberbuch Telekinese. Kann ich noch nicht. Zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Gezauberte Waffen, Bücher mit altem Wissen, Schalendors Geheimnisse. Wer wusste schon, was wir finden konnten? Und was, wenn da Dinge sind, die diesen Ort bewachen? Ja, dann ist es halt so. Ja, das, dieser Spruch schon wieder, ich glaube, wir werden keine Probleme haben. Schließt ja nur darauf, dass sie ganz, ganz große Probleme haben werden. Und der Einzige, der am Ende überlebt hat, Sarosaren ist. Deswegen ist er Erzmagier geworden. Weil sonst kein anderer mehr übrig war. Also so denke ich mir das gerade. Würde auf jeden Fall Sinn ergeben nach diesem Spruch. Wer weiß, was am Ende hier auf uns lauert. Ende von Labyrinthion und ob das wirklich, wie der Name schon sagt, ein Labyrinth ist oder nicht. Hier sind Gegner. Hä? Kann ich da durchschießen? Nein, leider nicht. Ja, ich muss durchgehen. Das war ja ein einfacher Drache. Sie sehen mich nicht mehr. Was ist denn das hier? Das sind doch keine Gegner. Jetzt mal ganz im Ernst. Ein paar Pfeile drauf geschossen. Ja, schön. Aber ernstzunehmende Gegner. Och, jetzt habe ich einen Totenschädel eingesammelt. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Nein. Totenschädel fallen lassen. Kein Totenschädel, Skelettdrache. Ja, viel hat man bei dem Skelettdrachen wirklich nicht gebraucht. Schwaches Gift der Nation. Ihn zur Strecke zu bringen. Alter Nordbogen. Oh, nochmal alte Nordpfeile. Sehr schön. Und schon habe ich wieder über 1000
mit Schrotpfeile. Sehr gut. Ja, das ist ein Drachengrab. Ein bisschen Drachenskelett da bashen. Ist nicht so das Thema. So. Ruhm und Ehre der tapferen Stadt Boromjuna. Diese Mauern sollen immer stehen, mögen die Feinde ihre Majestät sehen, mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Wir sind knapp mit dem Leben davongekommen. Ihr wollt noch einmal da rein? Es ist spät. Es ist nicht genug von ihm übrig, um noch einmal hineinzugehen. Bei den Göttern, was haben wir getan? Tja, was habt ihr da nur getan? Das würde mich auch mal interessieren. Deswegen gehen wir doch einfach mal weiter und gucken nach, was ihr getan habt. Na, da unten ist eine Urne. Zwei Urnen sogar. Drei Urnen sogar. Mensch. Jetzt werden wir hier aber verwöhnt von Urnen. Hier. Nichts Gescheites. Entschuldigung, muss man mal gerade kratzen. So. Deswegen habe ich gerade nicht weitergespielt. Oh mein Gott! Kein. War das Drachensprache? Könnte sein, oder? Nicht hundertprozentig sicher. Aber Zauberbuch Flammen, ja. Brauchen wir nicht. Hab ich selber. Na gut. Flammen. Frostgeist. Aha. Was ist das? Ja, ja, Set. Das erinnert mich an Ägypten. Seht. Komm wieder zurück. Genau. Bleiben wir so liegen und der andere kommt jetzt auch noch da raus. Wäre das nicht was? Ja, sehr schön. Genau so, Freunde. Genau so. Und nicht anders. So. Oh, da hat schon ein Goldbarren dabei. Mensch, Skinners. So, wo muss ich denn her? Hier an. Eigentlich ganz gut aus, ne? Wenn hier lang müsste. Nichts sagen, ne? Aber. Weiter geht's hier nicht. Genau, hier ist nämlich nur diese Kammer. Nichts weiter. So. Knochenmehl. Schwörende Vize. Ein bisschen länger tot, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Zauberbuch, Gleichgewicht. Objekte. Bücher. Gleichgewicht kannte ich nämlich auch noch nicht. Chemielabor, ne, da brauchen wir nichts weiter. Okay, das habe ich hier alles. Sehr schön. Kann ich hier wieder nach oben gehen. Mal gucken, ob da vielleicht noch eine Kiste liegt oder sowas. Ich habe da jetzt nichts gesehen. Also weiter nach unten. Tollkirsche. Ihr antwortet nicht. Muss ich eure gutturale Sprache sprechen? Ja, das
gute Option, aber dann, selbst dann antworte ich dir nicht, du kleiner Spacki. Oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Alte Nord. Wer hat die zum... Was macht meine Waffe jetzt für einen Schaden? 53, okay. Das lasse ich gelten. Wo ist der Typ, den ich gekillt habe? Da liegt er. Und Nierenwurz. Was willst du mehr, Alter? Was willst du mehr? Hier geht's noch hoch. Ah, da muss ich weiter. Okay, dann brauche ich da noch nicht lang. Oh, Alkonia. Ist schon ein bisschen länger tot, glaube ich. Okay. Was ist hier oben? Was denn? Okay. Ja, ja. Wo kommst du auf einmal her? Das stand einfach hier drinne. Wie so ein kleiner Schmuck. Okay. Hier haben wir noch ein Tränke. Das ist dann genau das hier. Muss ich erst eure scheiß Sprache sprechen, bla bla bla, sagt er. Seid ihr zurückgekehrt, Aran, mein alter Freund? Hat er gerade Aran gesagt? Servus Aran? Alter Freund? War das jetzt Ironie oder meinte er das ernst? Hat der die in den Tod getrieben, der Servus Aran? Das Skelett. 1, 3. 2. Das ist jetzt schon eine wichtige Sache. Ne? Wenn der vielleicht willentlich hier runtergetrieben hat. Das nicht nur ein Versehen war. Dann ist der gute Servus Aran ja ein ganz schönes Arschloch gewesen. Wenn es so ist. Wenn es so ist. Ich sag ja nicht, dass es so ist. Es könnte nur sein. Toll. Achso. Das habe ich gar nicht gesehen. Gut. Begräbnisurne. Zack. Ruhe. Also das ist besser, was sie hier gerade gefunden hat. Wollt ihr beenden, was ihr zuvor nicht beenden konntet? Konntet? Was? Oh mein Gott! Wo ist einer? Da oben ist einer. Hier oben war ein Skelett. War ein Skelett, ja. So, das ist der Ort. Hier sind aber noch. Oh, Malachiterz. Geht hier einfach so rum. Witzig. Da unten, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gerade einen Troll gehört, oder? Sollte am besten nicht die Maus loslassen, wenn man noch am Kämpfen ist.
genug Gegner. Da oben haben wir sie gesehen und hier unten haben sie auch. Runter. Das wollte ich ja gar nicht. Wo sind die Skelette von da oben? Da stehen sie. Das andere Skelett steht da auch. Hier oben? Gibt es hier oben was Schönes, Interessantes? Durchgang. Wo führt der hin? Zu einem Troll! Damit habe ich nicht gerechnet. Was hier noch ein Gegner ist. Nun sollte sie Trollkirsche nennen, die Trollkirsche. War definitiv so nett geplant, ja. Skelett. So, falsches Skelett, richtiges Skelett. Das ist nämlich die alten Nordpfeile. Freunde. Das ist Erz. Warum kann ich es nicht abbauen? Jetzt, hier, Golderz. Gold werden wir bestimmt auch nochmal für irgendwas brauchen. Ich denke, alles, was man hier finden kann. Selbst bis zum alten Teller oder beschädigten Buch kannst du alles irgendwie hier verwenden. Ich weiß aber noch nicht wofür, deswegen nehme ich nicht jeden Scheiß mit. Aber man kann bestimmt. Ihr seid nicht Aaron, Bruder. Hat er euch an seiner Stelle geschickt. Was Aran ist, tote Schmock. Also hat er den doch nicht verraten. Die Magier. Das hat sich ja zwischendurch echt so angehört, als ob er die verraten hätte. Das scheint doch nicht so. Das wäre ja. Wäre ganz gut. So. Wo ist die? Jawohl. Da oben. Drei? Ja, ich habe ein Level up. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen, aber. Drei Stück davon? Das wäre nur Illusion gewesen, oder? Ups. Ehrlich, Mutter! Will ja nicht sagen, aber voll in die Brust. Ehrlich gern. Glühstaub findet man dadurch. Aha. Auch nicht schlecht. So. Aschehaufen. Das war die Irrlichtmutter. Schlecht. Die kommen im Spiel total selten vor. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwo anders gesehen habe als hier. Und wenn, kann ich mich jetzt nicht so gut daran erinnern, dass ich die überhaupt schon mal irgendwo anders gesehen habe als hier. Eine Art Friedhof. Hat er euch gewarnt, dass eure eigene Macht euer Verderben sein würde? Dass sie nur dazu dienen würde, mich zu stärken? Ist das so? Ja, Aschehaufen hier. Muss doch dann eigentlich auch ein Buch gelegen haben mit Frostbiss, oder? Eigentlich. Irgendwo. Das wäre echt bitter, aber das hat man ja eigentlich von Anfang an. Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich.
das? Hier war ich noch gar nicht fertig. Kann man ja nach unten gehen. Hier ist nichts. Okay. Also Pilze. Okay, ich gehe doch lieber den richtigen Weg, als mich da runterfallen zu lassen. Nehmen wir jetzt mal an, dass das der richtige Weg ist. Herzwolbe habe ich schon mal. Eine Waffe, eine geschworene Waffe sieht mir eher so aus. Eine ektoplasmatische Waffe. Ist das ein Wort? Ektoplasmatisch. Herzräuber habe ich. So, hier natürlich. Und Zauberräuber. Oh, Zauberräuber ist, glaube ich, nicht besser. Ne? Warte mal einen Moment. Ich muss mich jetzt erstmal kurz sammeln. Erstmal das hier durchsuchen. Da ist nur dieser Edelstein und der Goldbarren. Okay. Dann, neue Stufe. Ich verbessere nochmal die Magika. Weil ich darauf ja danach gehen werde. Okay. Der Rest ist mir egal. Der kann erstmal so bleiben. Ja? Gut. Und jetzt gehe ich weiter. Schon wieder alle Magika abgezogen gekriegt. Gut, dass ich jetzt gerade zur Zeit noch nicht mit Magika arbeite. Okay. Der Troll hat... Bluträuber. Habe ich auch noch nicht. Der Troll hat gegen den Drauger schieß mich tot oder gegen die drei besser gesagt verloren. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das würde der Troll ganz einfach machen. Weil ich jetzt Trolle doch ein bisschen stärker einschätze als solche blöden anderen. So, Labyrinth hier. Tribüne. Denn? Ach da. Nummer 1 bis. Nummer 2. Nummer 3. Bist du. Genauso muss das, Freunde. Irgendwie habe ich jetzt gerade keine Hintergrundmusik. Ich höre nur das Spiel, das eine Spiel. Es gibt hier keine typischen Klänge, wie es immer in solchen Verliesen eigentlich der Fall ist. Soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich wollte es nur anmerken. Weil ihr hört ja das gleiche wie ich. Beständiger Schutz. Das dürfte ich auch noch nicht haben, das Büchlein. Sage ich ja. Noch ein Zauber, den ich mehr kann. Das sind alles Zauber, die ich mir nicht kaufen muss. Das ist gut. Okay, ich habe schon gesehen. So, jetzt muss ich einmal Wirbelwindsprint drauf tun. Oh, nein!
wirklich da diese Falle erstmal entfernen, weil das ist die einzige Falle, die mir noch was anhaben können. Die wissen, wo ich bin, oder? Kommt trotzdem hier nicht raus. Steht er immer da oben. Ja, ich bin ja gleich aus der Gefahrenzone raus. Also gleich wieder versteckt, besser gesagt. Okay. Scheint ja nur doch Eismiola, Wendel. Scheint. Ach, hier ist einiges Schönes hier oben. Habe ich den hier schon? Nö. Und hier oben noch eine Truhe. Nochmal schöne Sachen drin gewesen. Sehr gut. So. Hier unten noch was unter Wasser. Ja, Malachiterz. Sehr schön. Golderz. Cool. Das finde ich immer ganz gut. Okay. Ja, entzieh mir wieder meine komplette Magika. Warte, Standardspruch. Hey! Geht's da gut? Glaub nicht. Ich glaube, den ging es nicht so ganz gut. Zack, offen. Ihr wetzter alter Nordzweihänder der sengenden Hitze. Her damit. Draugerhelm der Unverbrannten. Her damit. Ebenerdschild. Her damit. Jetzt kann ich gleich nichts mehr tragen. Wusste ich's doch. Würde ich das Ebenerdschild wieder abnehmen? Nee, würde ich tragen. Doch, ablegen. Ganzes eben erzählt. Okay, Freunde, wir sind hier aber am Ende angekommen der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!